Ja, hallo und herzlich willkommen wieder einmal hier bei einer weiteren lustigen Assassini-Folge. Tja, die kleinen Orklinge da draußen sind garantiert schon gespannt, was wir heute mit Connor wieder alles so Schreckliches tun werden, ne? Ja, ich bin auch gespannt. Mal so ganz ehrlich, hat einer von euch diesen neuen Anomalie-Trailer gesehen? Wer nicht weiß, was ich jetzt meine und auch so wie ich auf Assassin's Creed 5 wartet, dem sei gesagt, zieht euch mal den Anomalie-Trailer rein, den neuen. Echt schon ganz schön heftig. Zumal man damit eigentlich nicht gerechnet hatte. Also jetzt im Nachhinein wurde gesagt, ja, das war ja logisch, dass das kommt, weil es war ja von Fans mehrfach angesprochen und gewünscht, dass das kommt. Ich weiß nicht. Ich kann mich da nicht dran erinnern, dass ich das mal gelesen habe, dass es so ein Setting von Fans gewünscht wurde. Vor allen Dingen so ein wahnwitzig, unlogisches Setting, was irgendwie ja so seltsam wirkt. Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall echt mega, mega komisch. Naja. Man darf gespannt sein. Vor allen Dingen bin ich gespannt, wie man versuchen will, das denn vernünftig mit reinzubringen, sodass es Sinn macht auch, ne? Das ist ja dann das Nächste. Weil klar, man kann das wahnwitzigste Setting mit reinmachen, aber wenn man es irgendwie nicht vernünftig integrieren kann in das Spiel, dann macht es gar keinen Sinn. Und da habe ich so ein bisschen meine Befürchtung, muss ich sagen. Denn bisher, macht das eigentlich einen ganz guten Eindruck. Jetzt bin ich so wieder schon ein bisschen skeptisch, weil ich mir denke, was wollen die damit bewirken, ne? Kurzer Rede, kurzer Sinn. Also, Setting ist so, es gibt wohl Anomalien im Animus, die uns, also normal ist ja so, wir haben einen bestimmten Zeitstrang, den wir uns aussuchen und diesem Ahn, wie zum Beispiel jetzt hier dann halt Connor, dem folgen wir mit seinem Zeitstrang. So, anscheinend gibt es jetzt Anomalien beim Animus, sodass wir zwischen den Erinnerungen der Ahnen oder den Erinnerungen in unserer DNA und den einzelnen Ahnen bzw. Zeitepochen hin und her springen. Man sieht das in einer Szene, da steht dann irgendwie, ja, Achtung Assassine, es gibt eine Anomalie, entkomme schnell oder versuch so schnell wie möglich zu entkommen. Und da sieht man halt, wie man halt in dem alten Paris zur Zeit der Französischen Revolution davonrennt über die Dächer und dann auf einmal in einem Paris ungefähr, ich würde mal sagen, erste Hälfte 20. Jahrhundert ankommt. Sieht so ziemlich nach Zweiter Weltkriegssetting aus, wenn ich mir das anschaue. Vor allen Dingen die Ballons, die halt, was heißt Ballons, also Zeppelin, die da rumfliegen und halt irgendwie alles durchsuchen und alles irgendwie so dunkel und düster und trist und unterdrückungsmäßig, macht schon sehr stark den Eindruck danach. Würde ja irgendwie auch passen. Naja, und da rennt man dann rum. Genau mit derselben Robe wie vorher, zur Zeit der Französischen Revolution. Also alles etwas, ich weiß nicht. Das ist so komisch, irgendwie passt es nicht. Also wenn man jetzt in der aktuellen Zeit spielt, so wie wir das jetzt hier bei diesem Teil auch haben, ne, wo wir dann mit Desmond halt wirklich in der realen Welt rumrennen, um diese Energiezellen zu suchen, dann ist das okay, das macht irgendwo Sinn. Das andere ist irgendwo Schwachsinn. Ah, Connor! What a relief! Allow me to introduce you to William Dawes and Robert Newman. Okay. The letter said John Pitcairn was here. Hi. He's readying an assault on Lexington. Okay. Where Adams and Hancock have taken shelter. After that, he will march on Concord, hoping to destroy our weapons and supplies. Okay. Help us. Das ist echt ungut, hä? Tell me where to find him, and I will put a stop to this. He has dozens, if not hundreds, of soldiers at his back. Okay. You cannot hope to match him by yourself. But fear not, for you will not have to. Okay. We have an entire army of our own, merely awaiting the order to take up arms. Then you must call upon them. Indeed. You and I. Okay. William, I need you to take the overland route and do the same. Robert, I need you up in Christchurch. Light the signal. Two lanterns, our enemy comes by sea. Okay. No time for dawdling, my friend. Schon wieder. We have lives to save. Come on. Was für eine pathetische Ansprache. Ach ja. Er hat es zumindest versucht.
Aber irgendwie wirkt Connor immer, ich muss sagen, es ist auch so eine Sache im Laufe des vierten Teils. Anfangs denkt man noch so, boah, Mitleid mit Connor und alles drum und dran. Und durch die Erzählweise wird und durch diesen Charakter wird er... Ja, sagen wir mal, er wird einem nicht mehr so lieb. Also, er ist einem nicht mehr so... Ja, das Ansehen wird geschmälert, sagen wir es so. You take the reins, I'll navigate. Quickly, Connor, get on the horse. Ist so geil, anstatt mir zu helfen, ey. So ein Vollhonk, ey. Tja. I'll guide you towards those we need to alert. Follow my directions and we'll be done in no time. Okay. Yes, this is it. This is the way. Sehr gut. So. Excellent. We are right on course. Sehr schön. So mag ich das doch. Ich muss sagen, das Pferd, wir haben es eben gesehen, ne? Oder vielleicht kriegt man das ganz gut mit. Keep going. Beim Springen extremst hakelig. Das wirkt wie so eine separate... Redcoats. What are they doing here? So, ich renne einfach mal weg. They must be scouts. Left. Left, okay. Be careful, Connor. We mustn't let them warn the others. Go left up here. I believe we are on course. Okay, das ist hier vorne irgendwo. Left. Jetzt schon links. So, okay. Left. Ja, ja, ich gebe mir schon Mühe, Mensch. Schrei nicht so rum, ey. Trottel. Anstatt dass er mal reitet und direkt ich ihm einfach nur folge. Nein. Da hat man, gut, ich finde es ganz cool, dass man das halt so gemacht hat. Ich merke halt nur so über den Typen ein bisschen, weil mir ein bisschen auf den Zeiger geht. Yes, this is exactly where we need to be. Okay. Okay, hier unten anscheinend, hä? Dramatische Musik im Hintergrund. Ein Pferd, das sich fast die Geräten bricht. Okay. Dann tun wir das mal. Wo ist es denn? Wen suchen wir denn? Verdammt, ich weiß jetzt nicht, was er meint. Komm, wir gehen mal hier zum Haus. Ich glaube, das ist richtig. Ah. Danke, das ist echt toll. Super, ich bin mega begeistert. That the regulars marched for Lexington and Concord. The British are coming. Back in the saddle, my friend. We okay. Have more people to warn. Wenn du das sagst. Excellent. We are right on course. Ja, sehr schön. Das freut mich. Schön, wenn ich dich da glücklich machen kann. Honk, ey. Yes, this is exactly where we need to be. Ja, 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 ja. Wie viele Rotröcke hier aber auch schon unterwegs sind, ne? Hm. Ja, schon der Wahnsinn. Yes! This is it! This is the way! Okay. Oh, 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 oh. Warte, wir müssen kurz hier ein bisschen durchs Feld reiten. Einen kleinen Umweg nehmen. Genau. Und hinter dem wieder auf die Straße. This way, Connor! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schon wieder, wieder. Hier links oder was? Go left up here. Did you hear that? Could be redcoats. Careful. Ich versuche es. Keep going. Okay, hier. Ich hoffe, wir kommen durch mit dem Pferd. Hier müsste es doch passen, oder? Ja, sehr schön. Ah. Yes, this is exactly where we need to be. Okay. Jetzt wieder eine Mission. Best to continue on foot. Okay, wenn du sagst. Das ist es nicht. Dann bleibt eigentlich nur entweder das hier. Wouldn't surprise me if we ran into more trouble. Meinst du ja? Also ich würde jetzt nicht von ausgehen, spontan.
Ich würde eher sagen, wir geraten nicht in noch größere Schwierigkeiten. Weil das ist eher das, was man hören möchte. Man möchte nicht über die Türen verwegen. Oh, hey, es wird noch schwieriger, es wird noch problematischer. Und oh, hey, du wirst es bereuen, dass du mir versucht hast zu helfen. Das will man echt nicht hören. Man möchte eher hören, ach, das ist alles gar kein Problem. Und wir schaffen das mit Links. Ja, das sind eher so die Sachen, die man hören möchte. Okay. Keine dieser Türen ist es. Ah, da vorne doch. Die ist es. Toll, gleich die am Anfangsbereich. Super. This is it. Ja, mal wieder. Wer weiß, wie vielen Leuten ich noch Bescheid sagen muss, ey. Ist es nicht schon wieder dasselbe? The regulars are coming out. At once! Hat er Hogwarts gesagt? ich glaube nicht, dass man das damals schon kannte. Excellent. Also, okay. So. Yes, this is exactly where we need to be. Sehr schön, so mag ich das doch. Yes, this is it. This is the way. Na, gleich wirst du wieder meckern, dass ich nach rechts abbiegen soll, so wie ich das sehe. Excellent. We are right on course. Okay. Oh oh. Komme ich hier irgendwo durch? Nee, anscheinend nicht. Dann müssen wir kurz warten. To the right, Connor. Ja. Locker flockig, mein Freund. Locker flockig. Wir können es bloß nicht mit den Rotrücken anlegen, weil die sind ein bisschen heftiger als wir. Und, naja, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass du irgendwie so der überragende Kämpfer bist. Ich denke mal, mit dir haben wir da eher einen Nachteil, ja. Du verrätst mich wahrscheinlich, du verkaufst mich sogar noch an die. Best to continue on foot. Okay, wenn du sagst. Ich glaube, da ist es schon. Das war zu einfach, ey, ganz ehrlich. Lass uns mir die Zeichen dran. Okay, und nochmal. Hat er nicht gesagt vorher, das ist das letzte? Ich glaube ja, ne? Das sind letzte, den wir warnen müssen. The regulars are coming. Here. We're here. Boah, scheiße. Fuck. We've got to shake those redcoats. Ja. Ich versuch's ja schon. Wir kriegen das hin. We need to lose them. Fuck, was ist das denn? Boah, fuck. Wow. I suppose this gives you the element of surprise. So, sehr schön. Und der nächste? Fuck. Na komm schon los. Komm schon. Ah, sehr gut. Hab ich ihn? Ich hoffe es. Ja, hier ist ein Jack los und ratz, bam, cheek, klack, klack, boom. Yeah. Puh. Ich weiß. Care to avoid any further surprises. We will never finish in time if we go by foot. Ja, ich weiß. Ach Mann, ey. Ist er drauf? Ah, sehr gut. Zeitlimit. Oh, ich habe noch 23 Sekunden. Scheiße, wie soll ich denn das schaffen? Achso, ist ein optionales Ziel. Boah. Ich dachte schon, ich habe wirklich ein Zeitlimit. Go right, Connor! Go right, hat er nicht eben noch left gesagt? Also ganz ehrlich, wie soll man denn hier lang reiten? Yes, this is exactly where we need to be. Ja, okay. Yes, this is it, this is the way. Okay. Ich schätze mal da oben die Hütte, ja? Keep going! Keep going! So, genau hier oben. Best to continue on foot. Ja, warte ab. Ich weiß, dass es hier oben ist, definitiv.
Das sieht einfach zu sehr danach aus. Ja, ist es auch. Ich weiß. Und hier auch wieder ein Hinterhalt, oder? Ist es auch ziemlich riskant, einfach anzuklopfen und dann sofort zu schreien. So, hey, die Rot rückgekommen. Ja, und, Where the devil is he? Ich weiß nicht. We are in the right place. Oh, sure, I'm sure. Ich hörte jemanden Holz hacken. Prescott? Evening, gents. Okay. You need to rally your men. And, put on some trousers. Okay. Echt weirdo. Also, echt spooky Anblick, ey. Naja. Schon wieder das nächste, oder was? Wie viele denn noch? Ich habe langsam keinen Nerv mehr, hier die ganze Zeit rumzureiten, diesen Typen hinten drauf mit mir rumzuschleppen, ey. Das ist nämlich etwas anstrengend, der gute Herr. Nur so ein bisschen, ne? Das ist so ein ganz kleines Örtchen. Welcome to Lexington, Connor. Lexington, okay. Hancock and Adams. Okay, ich gebe mir Mühe. No sign of Dawes. I hope he's all right. Ja, hoffe ich auch. Wir brauchen nämlich jeden Verbündeten. So, dann gucken wir noch mal hier nach. Sehr storylastig gerade dieser Part, ne? Naja, so ein bisschen. Da ist ja unser Freund. Oh, Connor. Good to see you. You need to leave. The redcoats are coming. Ja, richtig. Hi, Sir Williams told us. Let them conduct their little search. They'll find nothing. Okay. You don't understand. Pitcairn intends to kill you. I'm afraid it's true. Komisch. I suppose we have no choice then but to go. What of you three? Dawes and I will continue on to Concord. Connor, it's best you stay here and help our man John Parker hold the town. Okay. It'll give us time to spread the word. Dann versuchen wir das doch mal. Tja, aber, na gut, was sagen wollte, also hier relativ storylastig das Ganze, also jetzt hier von wegen relativ wenig von dem anderen Krams, was man so sonst macht mit Templern, sondern halt hier eher dieses Ganze um, ja, den Unabhängigkeitskrieg. Ein bisschen nervig, muss ich persönlich sagen. Also klar, vom Setting her passt es, aber für meinen Geschmack dann doch, ja, eindeutig zu viel davon und zu wenig von dieser Assassinen-Geschichte. Das finde ich echt schade. Denn irgendwie hätte ich davon doch durchaus gerne mehr erlebt. Naja, aber was soll's. Wir haben unseren Teil erfüllt für heute und ich denke, dann werden wir den Rest beim nächsten Mal machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ja, und mal gucken, was wir morgen so erleben, ne? In diesem Sinne, bis dahin, euer Mist.